Henkel mit der 19, Kathi Wilhelm dann um 10.44 Uhr, Tina Bachmann mit der 33, die Frau in Gelb, Magdalena Neuner, 10.48 Uhr und dann Katrin Hitzer mit der Startnummer 55, sie ja wieder dabei. Beachtet die Windfahnen, macht jetzt die Diopter. Klappe auf, die dazu dient, um Schneeeinfall zu verhindern. Eine Strafrunde für Sandrine Bailly. Ist der Meinung, das passt. Ja, und es hat gepasst. Wie es passt. Die war sich ihrer Sache sehr sicher, sehr schnell geschossen auch. Typisch für den Sprint. Windfahnen hat jetzt schon mal die Hand am Diopter gehabt, aber dann doch nicht justiert. Jetzt doch. Sie war im Zweifel, das hat man schon gemerkt. Ja. Ja, sie haben viel gearbeitet in den letzten. Sehr souverän, insgesamt etwas langsamer als Martina Beck. Haben wir einmal ein anderes Schussbild gesehen, beginnt in der Mitte, dann schießt sie nach rechts. Ja, stark. Fünf Treffer, Andrea Henkel, und sie haben sehr schön groß den Verschluss ihrer Waffe gesehen. Daran haben sie. Das war alles Material. Und das muss man eben auch sagen dürfen, ohne jetzt eine große Schuldzuweisung zu machen. Valentina Semerenko mit fünf Treffern und oben ihre Landsfrau. Ja, zügig, die fünf Schuss erledigt, alles getroffen, Martina Beck oben. Na, der eine noch. Jawohl, lange gekämpft gegen die Strafrunde. Das erste Nullergebnis aus deutscher Sicht. 10 Schuss, 10 Treffer durch Martina Beck, Simone Hauswald. Ach, gut unterwegs von der Zeit, die Null. Wenn sie bringt, dann nimmt sie die Führung ein. Oh. So, muss also in die Strafrunde und diese gute Laufzeit umso bemerkenswerter, als sie ja schon nach dem liegenden Anschlag. Sehr starrer Blick, vielleicht haben Sie es beobachten können, da schließt sich das Auge nicht einmal bei den fünf Schuss. Alles getroffen, Marie-Laure Brunet. Stark, schau ja. Die Zeit an. Ja. Uiuiuiui. Schnelle Laufzeit, 10 Treffer, die mischt vorn wird. Andrea Henkel schießt jetzt schon 4 Treffer und der letzte. Gutes Schießen bislang der deutschen Damen. Simone Hauswald nehmen wir ein wenig raus, mit jeweils einem Fehler und einer Strafrunde. Und jetzt wollen wir, wie Uwe Müßiggang, Magdalena Neuners Scheiben sehen. Treffer, der erste bei Magdalena, der zweite, der dritte, der vierte und der fünfte, fehlerfrei. Ja, sehr schön. Deutliche Führung durch Andrea Henkel, 18,3 Sekunden, aber da wird es gleich ein neuer Name vorne geführt. Magdalena Neuner übernimmt die Führung. Olofsson
Drei Fehler. Ja, sehr gut. Das ist ja richtig zu gönnen. Kati Wilhelm, klasse Leistung. Momentan Dritte ist mit null Fehlern. Also die war richtig brutal schnell, Simone Hauswald. Helena Jonsson mit dem ersten Fehler. Wenn wir vorhin die Materialprobleme angesprochen haben, der Schwedinnen in Vancouver, so hat sie selbst schon auch gesagt, Helena Jonsson, das Schießen war natürlich auch nicht. Und Magdalena Neuner, ein gelber Punkt, eine Strafrunde ist ihr gewiss. Jetzt kommt die zweite hinzu. Ja, schade. Wegstecken, Vollgas geben, auf der Zielgeraden. Vielleicht wird's was mit dem Podestplatz heute. Da kommen ja noch ein paar. Man muss bei diesem Sprint immer vorsichtig sein. Aber man kann hier bescheinigen. Deutliche Steigerung zu gestern bei Kati Wilhelm. Gutes Schießergebnis und sie geht jetzt in Führung. Und das sind ja auch schon ein paar starke. Helena Jonsson. So, diesmal schafft sie die Null, schafft alle fünf Scheiben. Fünf Treffer für Helena Jonsson. Nur noch 13 Sekunden Rückstand. Und hier ist eine heiße Kandidatin auch noch für einen guten Platz. Absolut. Weitere junge Athletin, Daria Domracheva aus Weißrussland. Schauen Sie auf die Laufzeit. Hat die Null gebracht. Damit ist sie ganz, ganz dick im Geschäft. Daria Domracheva, die von Klaus Siebert trainiert wird, dem deutschen Trainer. Dritte war sie im Einzel in Vancouver, also auch Medaillengewinnerin. Erfolgreich in Vancouver. Und jetzt geht sie hier in Führung. 42 Sekunden war ihr Rückstand. Und jetzt kommt Magdalena Neuner ins Ziel. Was hat sie noch rausholen können, trotz der zwei Strafrunden? Unglaublich, dritter Rang, 9 Sekunden nur der Rückstand auf Kati Wilhelm, die ja alle Scheiben getroffen hatte. Also wieder. Unterstützung der eigenen Athletinnen klingt auf der ganzen Welt gleich. Und schauen Sie, das sieht man ganz selten, gerade bei einer so erfahrenen Athletin wie Olga Saitseva. Kleine Unachtsamkeit und zack, liegt sie auf dem Bauch. Kleine. Ja, die letzte Scheibe bleibt stehen. Die fällt nicht. Beim ersten Schießen war es die erste, jetzt war sie letzte, war es die letzte, aber wie erwähnt, sie ist richtig. Sie könnte das nächste Ausrufezeichen setzen in diesem Sprint. Wird die Zeit von Kati Wilhelm unterbieten. Ganz klar die Führung 13,5 Sekunden vor Kati Wilhelm und Valentina Semerenko aus der U. Zurück am Schießstand. Olga Saitseva, die ist noch im Geschäft. Schauen Sie auf die Laufzeit. Also, und sie kennt jetzt die Ergebnisse derer, die vor ihr gelaufen sind. Hat sich da nach hinten. Und schauen Sie, was jetzt hier los ist. Die letzten Meter für Olga Saitseva. Die Zeit von Domracheva ist weg. Die bleibt in Führung. Olga Saitseva wird Zweite. 8,4 Sekunden ihr Rückstand. Schiebt Kati Wilhelm. Abschluss. Das war ja eines der erklärten Ziele bei diesen Weltcups. Noch einmal ganz oben mit auf dem Podest zu stehen. Damit beste Deutsche heute Kati Wilhelm. Tina Bachmann auf dem 11. Simone Hauswald auf dem 12. Platz. Wie angesprochen, also gutes Ergebnis. 20. Katrin Hitzer für die deutsche Mannschaft. Und hier haben wir auch die Einblendung noch mit Martina Beck. 27.